Moin Moin und hallo liebe Gamer, kommen Sie rein, spielen Sie mit, schauen Sie zu. Heute ist wieder Game Wonders, das heißt die Sendung mit den vielen Spielen am Stück. Und was das heute wieder mal bedeutet, das bekommt ihr jetzt gleich nochmal fein säuberlich auseinandergestückelt. Ja! Grafikblender oder Strategiehit? Was steckt hinter dem PC-Titel World in Conflict? Sonys Rettung oder Totalausfall? Was kann der Drachenshooter leer? Für angehende Rockstars oder für'n Arsch? Was taugt Jam Session für den Nintendo DS? Die Frau, die jetzt kommt, gehört unter Garantie in jede private, im Dunkel der Nacht unter der Bettdecke zusammengestellte Liste mit Nerd-Fantasien. Simon. Zumindest, wenn die Dame dabei ihre Arbeitskleidung anlässt. Normale Menschen kennen sie als Samus Aran, ihres Zeichens höchst motivierte Alien-Bekämpferin mit Hang zu romantischen Schnetzelnächten in düsteren Dungeons. Ihre Meinung zum Patriarchat in Form eines dicken, ja aus psychologischer Sicht sogar bedenklich dicken Donnerstabes um ihre linke Faust herum trägt. Und den benutzt sie schon seit seligen NES-Zeiten zum Lösen von Rätseln und dem Reißen von Fleischwunden. Mehr als nur einen Grund, sich diese Dame also auf jeden Fall warm zu halten. Und so präsentieren wir voller Stolz Metroid Prime 3 Corrupt. Für den Wii. Captains Logbuch, SS Budimon, Sternzeit 0815. Wir haben den Auftrag erhalten, die Kopfgeldjägerin Samus Aran zu finden. Wie wir erfahren haben, wurde sie mit einer neuen Art von Kampfanzug ausgerüstet. Eine Technik, über die wir unbedingt mehr erfahren müssen. Fenrich, wie ist der Stand? Sicherheitssystem ist zu 80% gehackt, Captain. Das reicht uns nicht. Das Flottenkommando reißt uns den Arsch auf. Wenn wir die Mission versauen, rollen Köpfe. Das heißt als allererstes Ihrer, Fenrich. Schneller! Ich will Ergebnisse! Wir sind drin. Endlich! Samus Aran, Nintendos Space-Amazone vom Dienst, macht nun endlich wieder die unendlichen Weiten des Weltraums unsicher. Metroid Prime 3 Corruption heißt ihr neuestes Abenteuer, mit dem sie beweisen will, dass perfektes Shooter-Gameplay auch auf der Wii möglich ist. Zu diesem Zweck wurde der Metroid-Serie eine lange mal nötige Frischzellenkur verpasst. Dies zeigt sich schon in der Hintergrundstory, die frappierend an den Xbox-Klassiker Halo erinnert. Master Chick, Samus, fliegt zu Beginn des Spieles auf eine Raumstation, wo ihr Spezialanzug erstmal ordentlich durchgecheckt wird. Jedoch wird dabei unvermittelt die Station von Aliens gestürmt, die ihr ans Leder wollen. Im letzten Moment flüchtet Samus auf einen nahegelegenen Planeten, wo der interstellare Krieg schon voll im Gange ist. Captain, es ist soweit. Sie wechselt in den Angriffsmodus. Fantastisch! Ich lasse Ihnen jede Sekunde davon aufzeigen, verstanden? Samus wichtigste neue Fähigkeit ist der komplett freie Zielmodus. Per Wiimote könnt ihr eure Gegner ins Visier nehmen. Und das funktioniert erstaunlich elegant und präzise. Wird's doch mal hektischer, lässt sich die Kamera übrigens auch per Knopfdruck fest fixieren. Auch sonst wurden die Wii-Features sinnvoll ins Spiel eingebaut. Wiimote und Nunchuck sind dabei quasi eure verlängerten Arme, mit denen sich fast alles von euch manipulieren lässt. Außerdem neu ist der sogenannte Phase-on-Overload für Samus, mit dem sie Lebensenergie gegen massig viel Firepower eintauschen kann. Doch aufgepasst, wer es damit übertreibt, sagt seinem Frühstück Goodbye. Wer bei dem ganzen Geballer nun Angst hat, dass das typische Metroid-Gameplay auf der Strecke bleibt, kann sich entspannt zurücklehnen. Auch in Corruption stehen immer noch Besuche auf bizarren Alien-Welten auf dem Programm, wo ihr die Geheimnisse längst ausgestorbener Kulturen aufdeckt. Dabei halten sich Action und Denkaufgaben in etwa die Waage, was eigentlich ganz gut zusammenpasst. Leider gibt es immer noch etwas zu viel Backtracking, sprich, ihr müsst schon bekannte Locations mehrfach ansteuern. Aber ohne dies wäre Metroid wohl kein richtiges Metroid mehr. Fenrich, was ist mit dem Signal los? Sorry, Captain. Das ist das Beste, was wir reinkriegen. Metroid Prime 3 kann seine Herkunft nicht verleugnen. Für das Next-Gen-verwöhnte Auge schaut die Optik manchmal ziemlich trist aus. Diesen Makel macht das Spiel aber dank coolem Design, einer superflüssigen Grafik und massenweise Lichteffekten mehr als wieder wett.
Insgesamt gesehen haben wir an Metroid Prime 3 Corruption eigentlich kaum was auszusetzen. Nintendo hat es geschafft, eine gescheite Shooter-Steuerung aus der Wii zu zaubern. Dazu ist das Gameplay klasse und die Optik für Wii-Verhältnisse mehr als gelungen. Stellt euch also schon mal in die Startlöcher, denn die komplett lokalisierte Fassung kommt bald in die hiesigen Läden geflattert. Das sollte reichen. Zurück zur Basis. Was war das? Schadensbericht. Captain, sie hat uns gefunden. Verdammte Scheiße! Was reimt sich auf? Ich hab dafür keinen Text! Nix! Mass Effect nähert sich der Fertigstellung. Entwickler BioWare war in Hamburg und präsentierte das Spiel. Zu sehen gab es den Charaktereditor, mit dem man seinen Helden respektive seine Heldin kreiert, und auch das Fähigkeitensystem wurde vorgestellt. Das Combat Wheel, mit dem man im Kampf das Spiel pausiert und Befehle an seine Kameraden erteilt, dürfte so manchen Rollenspieler an Knights of the Old Republic erinnern. Mass Effect steht Ende November in deutschen Regalen. Neues Futter für Taktiker. World Shift ist ein Science-Fiction-Strategietitel, der großen Wert auf Zusammenarbeit legt. In diversen Koop-Missionen müssen sich mehrere Spieler die Aufgaben teilen, um den übermächtigen CPU-Gegnern den Garaus zu machen. Grafisch finden wir es schon jetzt sehr ansprechend. Lange Zeit gab es von Silent Hill 5 nichts zu sehen, doch nun hat Konami endlich bewegte Bilder rausgerückt. Die Story dreht sich um den Soldaten Alex Shepard, der seinen verschollenen Bruder sucht. Im Gegensatz zu den Helden des Vorgängers ist Alex wehrhafter und beherrscht mehr Kampfmoves. Der Stil des Titels orientiert sich deutlich am Silent Hill Film. Bei der Ankündigung zu leer für die PS3 dachte man noch, Mann, wenn das erstmal da ist. Und jetzt ist es da, also folgt kein leeres Gerede, sondern voll auf die 12 und zwar auf die schuppige. Ein Thema, da freut sich sogar mein alter Grundschullehrer, der fand nämlich doch immer so toll. Und auch die Besetzer leerstehender Häuser dürfen sich freuen, sofern sie einen Fernseher haben. Denn jetzt kommt leer. Sattelt die Drachen, Lair steht vor der Tür. Nachdem Factor 5's Drachenshooter zunächst völlig überhyped war, bekam er in letzter Zeit ordentlich Prügel. Dabei geht es letztlich nur um eine Frage: Lohnt es sich, in das Spiel knapp 70 Euro zu investieren? Wir haben uns eine Preview-Version des Spieles geschnappt und schauen, ob sich die Knete lohnt. Denn echtes Lair-Feeling kann man auch anders haben. Deswegen unser großer Test. Steckt ihr die Kohle in das PS3-Spiel oder spart ihr es euch doch lieber für eine Fahrt ins ostfriesische Lair? Knallharte Fakten und die nackte Wahrheit. Lair gegen Lair. Lair blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück und brachte bedeutende Persönlichkeiten hervor. Allen voran Deichschauter und Tee-Experte H.P. Baxter. Die Story des Drachenepos dreht sich um zwei Völker, die in einer apokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen und einen Krieg führen. Ihr übernehmt dabei die Rolle des Elite-Soldaten Roan und zieht mit eurer Flugechse in den Krieg. Wer Verbündeter und wer Feind ist, wird Roan allerdings erst im Laufe der Geschichte erkennen. Storytechnisch ist Lair doch schon ziemlich ausgelutscht. Zwei rivalisierende Gruppen, viele Tode und jede Menge Verrat und Hinterhältigkeit. Da ist das volle, pralle Leben, so wie hier in Lair, doch schon wesentlich aufregender. 1:0 fürs Flachland. Die Grafik von Lair beschränkt sich aufs Wesentliche. Grüntöne dominieren die Optik und nur selten kommt Abwechslung im Leveldesign auf. Leider kann auch das Game grafisch nicht vollkommen überzeugen. Teilweise karge und hässliche Landschaften, merkwürdige Farbgebung und billige Explosionen können nicht zufriedenstellen. Dennoch zeigt sich Lair insgesamt zumeist von seiner schönsten Seite. Insgesamt macht Lair einen grafisch recht guten Eindruck. Das Drachen-Epos ist zwar nicht immer ganz Next-Gen-gerecht, aber die Drachen, die sehen cool aus und machen eine gute, wenn auch manchmal etwas fette Figur. Wirklich gut gelungen sind auch die Cutscenes, auch wenn Factor 5 sich bei all den Punkten ein bisschen hätte besser anstrengen können. Die Drachen gleichen aus. Spielspaß wird in Lair groß geschrieben. Vergnügt euch im Hafen, im üppigen Freizeitpark, beim Entenfußball oder mit den netten Ureinwohnern. Und die Drachen?
zunächst mal das Negative. Verschwindende Richtungsweiser sowie generell schlecht zu erkennende Ziele stehen einem flüssigen Spielablauf von Leer entgegen. Selbst die Dragon Vision, die zur Identifikation feindlicher Objekte dient, hilft nur selten. Zudem lässt die Kameraführung in Verbindung mit der Zielfunktion gelegentlich schwer zu wünschen übrig. Nicht zuletzt erweist sich die Six-Axis-Steuerung als schwammig. Wer Leer unbedingt mit einem Analogstick spielen möchte, kann dies nur über die Remote-Play-Funktion mit der PSP tun. Auch wenn Leer ein paar technische Marken hat, wie zum Beispiel die Kameraführung oder aber die ungenaue und verwirrende Six-Axis-Steuerung, macht das Spiel durchaus Spaß und hat coole Features zu bieten. Vor allem die Drachenfights in luftiger Höhe rocken wie die Hulle. Eure Drachen haben einiges drauf und wissen sich gut zu wehren. Ob kratzen, beißen, schlagen oder Feuerspeien, alles ist hier erlaubt. Auch die direkte Konfrontation mit dem gegnerischen Reiter ist möglich. Die Luftkämpfe sind ein klares Highlight von Leer, was dem Spiel den entscheidenden Punkt und damit den Sieg im Duell Leer gegen Leer beschert. Leer ist mit Sicherheit nicht der erwartete Oberburner, aber auch kein Totalabsturz. Flugfreudige PS3ler sollten dem dressierten Drachen ruhig mal eine Chance geben. Spannender als Ostfriesland ist's allemal. Ey Drache, deine Mutter klaut bei Kick! Es folgt der wohl schlimmste und auch gefährlichste Gegner, den wir Menschen haben: Ameisen. Denn wenn die kleinen possierlichen Insekten durch kosmische Strahlung erstmal auf knapp 20 Meter angewachsen sind, ist schnell vorbei mit allem. Wer sich traut und Ameisen haut, jetzt bitte hergeschaut. Hier ist unsere Nostalgienische ausgegraben mit It Came From The Desert. Sehr schön, rein. Das Game One Theater zeigt Ihnen nun voller Stolz einen Schocker der Superlative. Präsentiert in Scream-O-Vision, Schock-O-Vision, Beam-O-Vision und Retro-Vision. It came from the desert. Oder kurz, irgendwie, schmeißt euch mitten hinein in eine epische, klassische B-Movie-Horrorfilmhandlung. Als einsamer, unterbezahlter Forscher am Arsch der Welt, nämlich der virtuellen Wüste von Lizard Breath, untersucht ihr den mysteriösen Niedergang eines radioaktiven Meteors. Doch schon kurze Zeit später häufen sich die Berichte über seltsame Vorkommnisse auf weit entlegenen Farmen. Autos mit unschuldigen, leicht bekleideten Studentinnen werden von seltsamen Wesen angegriffen. Und schon ganz schnell wird euch klar, da ist was faul im Staate Nevada. Ah! Sie kommen! Also geht euer Forscher los und forscht und trifft selbstverständlich auf die unheimliche, unglaubliche, unaufhaltsame und unter aller Sau trashige Ursache des Kleinstadtterrors. Riesen Ameisen! Ah! Ah! Zum Glück ist euer Forscher ein ziemlich harter Hund, denn ein verlorener Kampf mit den unheimlichen Ungeziefer bringt euch maximal ein paar Tage im Krankenhaus ein. Ist er tot? Er hat verdammt viel Glück gehabt. Es ist nur eine Fleischwunde. Schnell ins Krankenhaus mit ihm. Ein Zustand, den ihr möglichst schnell erreichen solltet, ist der Notstand. Doch um den dämlichen Bürgermeister der Kleinstadt zu überzeugen, braucht es schon einiges, nämlich ein paar handliche Zeugen, etwas Ameisensekret und jede Menge Forschungsergebnisse. Dafür bekommt ihr dann auch die volle militärische Keule in die Hand gedrückt, nämlich handliche Panzer, mit denen ihr jedes Dreckinsekt wieder zurück in die ursprüngliche Größe schießen könnt. Eure einzige Möglichkeit, die Stadt und ihre leicht inzestösen Bewohner auf lange Sicht zu retten, liegt darin, den Bau der Riesenameisen ausfindig zu machen und die Viecher inklusive der obligatorischen Königin ordentlich zu rösten. Bevor wir uns gleich alle zusammen über die Werbung freuen, gibt es noch ein paar Dinge, die wir beiden unbedingt loswerden müssen. Gleich bei uns, klug geschissen mit der Antwort auf die Frage, was war eigentlich der erste Ego-Shooter? Außerdem World in Conflict für den PC mit... Ja, dem Titel nach eine Art virtueller Tagesschau. Mensch, da freue ich mich aber. Und das zu Recht. Ja, dass du mir aber auch ja die Werbung abwartest. Ja, echt, ey. Ready for action. Zack, bumm, krach, peng. Heute dreht sich in Kluggeschissen alles um des Gamers liebstes Kind und die Frage, welcher Ego-Shooter war eigentlich der erste? The
Wer an die frühen 90er zurückdenkt, der liegt leider komplett daneben. Die 2D-Klassiker aus der Ära haben das Genre zwar populär gemacht, der eigentliche Start fand aber wesentlich früher statt. Okay, so früh war es dann vielleicht doch nicht. Für die richtige Antwort reisen wir stattdessen lieber ohne weitere Umwege ins Jahr 1973. Maze War hieß das gute Stück und entstand erstaunlicherweise bei der NASA. Die gelangweilten Wissenschaftler brauchten nämlich etwas Action für ihren drögen Alltag. Der Rest ist Geschichte. Wer bislang der Meinung war, mit einer aus Joghurtbecher Plastik gepressten, mit Aufkleber Blitzen verzierten Konsolengitarre in der Hand, einem Schrei im Gesicht und Schweiß auf der Stirn noch nicht blöd genug auszusehen? Für den gibt's jetzt das ultimative und sogar mobile Fremdschämen-Accessoire. Das nennt sich Jam Session und bringt für kein geringeres Instrument als Nintendos kleinen Streichel-Subwoofer fast echten Gitarrensound mit sich. Wir als erfahrene Plastikrocker haben das Ding für euch durch den Gig-Simulator gejagt. Hey yo, wir sind die Bro-Band. Das fucks! Let's fucks! Wer kein Instrument spielen kann, sollte besser beim Spielen bleiben. Mit Jam Sessions für den Nintendo DS kommen selbst möchtegern Musiker in den Genuss von sauberen Gitarrensounds. Wir haben unsere Büroband Das Fax mal in den Test geschickt. Das Fax! Jam Session! Das Spielprinzip von Jam Sessions ist leicht erklärt. Statt normalen Fingern gibt es den Stylus. Statt Akkorde zu greifen, drückt ihr verschiedene Knöpfe, um diese zu spielen. Der Anschlag wird dank des Touchscreen realistisch in Töne umgesetzt, womit ihr unter anderem vorgegebene Songs wie diesen hier nahezu 1:1 nachspielen könnt. Aber kann man damit auch richtig abgehen? Das Fax testet die Rockbarkeit. Leider sind die angebotenen Lieder eher bieder und auch das Handling verbietet ein freies Abrocken. Wer dennoch rockigen Sound haben möchte, kann mit Effekten wie der Distortion ein wenig nachhelfen. Machen wir weiter und testen den Real-Faktor. Jam Sessions bringt erstmals die freie Belegbarkeit von Akkorden in Spielerhände. So kann man sich für eine Session 16 Akkorde heraussuchen, freispielen und bei Wunsch sogar noch aufnehmen. Cool! Allerdings, man kann nur volle Akkorde ausspielen. Spaß macht's trotzdem. Das Fox rät euch für den kurzen Spaß okay, zum wahren Rocken eher nee. Man gehe ins Jahr 1989, nehme russische Truppen und lasse diese in Amerika einmarschieren. Heraus käme eine Welt im Konflikt und wenn es tatsächlich so gewesen wäre, hätten die Entwickler des neuen PC-Strategiespiels mit dem passenden Titel World in Conflict ihr Spiel gar nicht entwickeln können. Die Story ist zum Glück fiktiv, das Spiel ist es nicht. Wir haben es angezockt. Viel Spaß jetzt mit World in Conflict für den PC. World in Conflict wärmt den Kalten Krieg wieder auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Echtzeitstrategiespiel wütet Ende der 80er der Dritte Weltkrieg. 1989 war aus historischer Sicht ja eher ein ziemlich langweiliges Jahr und ihr habt vollkommen recht, es wurde Zeit, dass da ein Entwickler kommt und ein wenig Pfeffer in die Vergangenheit bringt. Hätte der Russe damals gewonnen, würde es nämlich heute so aussehen. Da. 89 war langweilig, oder? Nee, da gab es David Hasselhoff. Ach, hau ab. Das neue Werk von Massive Entertainment wurde schon im Vorfeld mit Lorbeeren geradezu totgeschissen. Es bietet den geneigten Spieler ein quasi realistisches Was-wäre-wenn-Szenario in der nahen Vergangenheit, in dem sich Amis, Sowjets und UNO gegenseitig die Köpfe einhauen. Echte Helden eben. Krieg hin oder her, den gibt's ja nun wirklich fast in jedem Spiel. Was macht diesen Krieg denn aus? Zum einen vielleicht die schöne Grafik oder die Kamera, die völlig frei herumschwenkt und zoombar ist. Aber braucht man das? Richtig nah ran ist natürlich vor allem erstmal eines, verdammt schön. Allerdings verliert man dann auch schnell den Blick für die nahende Gefahr. Aber das hat auch seinen Reiz und die schönen dauerpräsenten Sonnenuntergänge im Spiel laden schon fast mehr zum Kuscheln als zum Kriegen ein. Andererseits kann man in den Karten wirklich so gut wie alles kaputt machen. Häuser,
Türme, Hallen und sogar ganze Stadien. Was ne Freude! Basenbau und Mikromanagement, wie zum Beispiel in Die Siedler, sucht ihr dagegen vergeblich. Immer zu, wie der Ole klarkommt! Stattdessen gibt's zu Beginn jeder Karte ein Punktekontingent, wofür man sich Einheiten kaufen kann, die dann direkt per Fallschirm in die Gefahrenzone geworfen werden. Eigentlich logisch, schließlich baut man sich ja nicht jedes Mal erst ein ganzes Dorf auf, wenn einen der Ivan angreift. Spielerisch heißt das, es geht wesentlich schneller zur Sache, es zählen nur Kampf und taktisches Geschick. Diese Fokusverlagerung macht aber nur Sinn, wenn die Kämpfe auch besonders viel Spaß machen. Aber tun sie das? In der Singleplayer-Kampagne macht man vor allem eines: Punkte erobern. Das Mission-Design lässt trotz stimmiger Story, toller Charaktere und Cutscenes einiges zu wünschen übrig. Meist muss man seine Truppen einfach irgendwo hinschicken und Punkte einnehmen. Die Gründe dafür sind zwar unterschiedlich, aber es fühlt sich immer gleich an. Viel mehr passiert nicht. Öde. Außerdem schade, dass man nur die eine Seite spielen kann. Warum bloß immer mit Army spielen? Ist dies langweilig? Mit euch will doch keiner spielen! Man merkt, dass die Entwickler sich mehr Gedanken über den Multiplayer-Modus gemacht haben. Der Multiplayer-Modus bietet das, was sich viele Strategiefans schon immer gewünscht haben, ein Drop-In-Feature. Das heißt, wenn eine Partie bereits am Laufen ist, könnt ihr euch eine der vier Klassen aussuchen und einfach dazustoßen. Und das wären dann entweder Infanteristen, Artillerie, Divisionen, Panzer oder auch Luftunterstützung. Einziger Wermutstropfen dabei, ganz egal ob UNO, Ami oder Russe, alle Parteien spielen sich gleich. Der Multiplayer-Modus ist tatsächlich ein Highlight. Es handelt sich dabei im Grunde um die Umsetzung von bekannten Teamshootern wie Battlefield ins RTS-Genre. Zwar kann man auch 1 gegen 1 spielen, aber gerade im Teamplay eröffnen sich die taktischen Finessen. World in Conflict ist ein Fest für Realismus und Taktikpuristen. Wer dagegen lieber etwas mehr Abwechslung und Basenaufbau hat, der greift zu irgendwas Bunderem vom Schlage eines StarCraft 2. Was auf jeden Fall über alle Zweifel haben ist, das ist der Multiplayer-Modus, denn da kann man eine Menge Krieg erleben. Trotzdem schade, dass David Hasselhoff nicht im Spiel ist. I've been looking for freedom. In wenigen Momenten ist soweit Schluss mit Lustig. Kinder, ab nach Hause. Genug gespielt. Und vor dem Ernst des Lebens noch mal schnell ein Tipp. GameOne@mtv.de und mtv.de/Overdrive. Dicken Dank fürs Einschalten. Rein. Warum geht es nicht? Oh, Entschuldigung, es wird laut. Du Scheißding!